Im Jahre 1883 machte ein Mann namens Henry Siegland nach 5 Jahren Beziehung mit seiner Freundin Schluss. Die junge Frau verkraftete die Trennung nicht und nahm sich daraufhin das Leben. Ihr Bruder James war so wütend auf Henry, dass er ihn auf seiner Farm aufsuchte, auf der er sich gerade um die Pferde kümmerte. Er schoss mit einem Revolver auf Henry, der getroffen zu Boden sank. In der Annahme, er hätte Henry getötet und wohl wissend, dass ihn dafür die Todesstrafe erwarten würde, richtete James die Waffe gegen sich selbst. Henry jedoch hatte lediglich einen Streifschuss erlitten und sich totgestellt, um James davon abzuhalten, ein weiteres Mal auf ihn zu schießen. Die Kugel hatte seine Wange gestreift und war anschließend im Baumstamm hinter ihm stecken geblieben. Henry Siegland war mit dem Leben davon gekommen. 20 Jahre später, im Jahre 1903, wollte Henry den Baum auf seiner Farm fällen. Seine Axt beeindruckte den massiv gewordenen Stamm jedoch wenig und deshalb kam Henry auf die glorreiche Idee, den Baum mit Dynamit zu sprengen. 3 Stangen des hochexplosiven Stoffs band er an den Baum und zündete die Schnur. Die Wucht der Explosion verlieh der Pistolenkugel, die noch immer im Stamm steckte, eine solche Geschwindigkeit, dass sie 20 Jahre nachdem sie abgefeuert wurde, ihr Ziel doch noch erreichte und Henry Siegland mit einem Kopfschuss tötete. Das kleine Städtchen Erdington in England blickt auf 2 beunruhigend ähnliche Mordfälle zurück. Mary Ashford und Barbara Forrest waren beide 20 Jahre alt und wurden in den frühen Morgenstunden des 27. Mai getötet. Beide waren halbnackt, missbraucht und erwürgt worden. Und die Verdächtigen in beiden Fällen trugen den gleichen Nachnamen. Doch zwischen den beiden Morden lagen 158 Jahre. Am Abend des 26.05.1817 machte Mary Ashford sich bei einer Freundin bereit für eine Tanzveranstaltung. Sie zog dort ihr neues Kleid an und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Tanz. Marys Auge fiel dort auf einen jungen Mann namens Abraham Thornton. Sie verbrachten den Abend gemeinsam und wurden zuletzt um 4 Uhr am Morgen des 27. Mai gesehen, als sich ihre Wege trennten. Um 6.30 Uhr desselben Morgens wurde Mary tot in einer Sandgrube entdeckt. Abraham Thornton wurde als Hauptverdächtiger verhaftet. 158 Jahre später, im Jahre 1975, wurde Barbara Forrests Leiche entdeckt. Am Morgen des gleichen Tages, keine 300 Meter entfernt von der Stelle, an der man Mary im Jahre 1817 gefunden hatte. Auch Barbara hatte sich am Abend zuvor im Haus ihrer Freundin umgezogen, um tanzen zu gehen. Die letzte Person, die sie lebend gesehen hatte, war ihr Freund, der sie morgens um 1 am 27. Mai 1975 zur Bushaltestelle begleitet hatte. Ihre Leiche wurde erst einige Tage später, am 4. Juni, entdeckt. Kurz darauf verhaftete die Polizei einen Arbeitskollegen von Barbara, einen Mann namens Michael Thornton. Abraham und Michael Thornton waren nicht verwandt. Beide Thorntons wurden vor Gericht gebracht und freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Beide Frauen hatten am gleichen Tag Geburtstag. Und angeblich hatten beide Frauen vor den Morden angedeutet, sie hätten ein ungutes Gefühl. Mary hatte angeblich zur Mutter ihrer Freundin gesagt, sie leide an Angstzuständen, wenn sie an die kommende Woche denke, wisse jedoch nicht warum. Barbara soll zu ihrer Freundin gesagt haben, dieser Monat bringt mir Pech, ich weiß es einfach, frag mich nicht warum. Doch die gruseligste Gemeinsamkeit der beiden Fälle bleibt, dass beide Morde bis zum heutigen Tag nicht aufgeklärt werden konnten. Im Jahre 1898 veröffentlichte der Schriftsteller Morgan Robertson sein Buch mit dem Titel Das Wrack der Titan. Das Buch handelte von einem palastartigen Schiff, beschrieben als das größte Passagierschiff, das die Menschheit bis dahin je gebaut hatte, ausgestattet wie ein Luxushotel. Die Titan hatte Platz für 3000 Passagiere und war ein solches Meisterstück der Ingenieurskunst, dass sie als unsinkbar galt. Robertson beschrieb das Schiff in seinem Buch als riesige Stahlkonstruktion von 243 Metern Länge mit 3 Propellern und 2 Masten. In seiner Geschichte überquerte das Schiff den Atlantischen Ozean, kollidierte jedoch Steuerbord an einem Tag im April um Mitternacht mit einem Eisberg und sank. Die Titan hatte jedoch nur 24 Rettungsboote, das Minimum, das damals gesetzlich vorgeschrieben war. Nur 13 der 3000 Passagiere im Buch überlebten. 14 Jahre später schien der Albtraum, den Morgan Robertson zu Papier gebracht hatte, Realität zu werden. Im Jahre 1912 lief die RMS Titanic vom Stapel
das größte Passagierschiff der Welt zum damaligen Zeitpunkt. Genau wie die Titan war die Titanic aus Stahl gebaut. Gerühmt für ihre luxuriöse Ausstattung, hatte 3 Propeller und 2 Masten. Die Titanic bot ebenfalls Raum für 3000 Passagiere. Die Länge der Titanic wich nur 25 Meter von der Länge der Titan ab. Beide galten als unsinkbar. Leider waren dies nicht alle Gemeinsamkeiten. Auch die Titanic kollidierte mit einem Eisberg. Auch bei der Titanic geschah dies gegen Mitternacht im April. Auch die Titanic traf den Eisberg Steuerbord. Die Titanic hatte nur 20 Rettungsboote, weniger als gesetzlich vorgeschrieben. Beim Untergang der Titanic starben mehr als 1500 Menschen. Damit ist ihr Untergang bis heute eine der tödlichsten Havarien der Seefahrtsgeschichte. Nach dem Untergang der Titanic wurden dem Autor Morgan Robertson hellseherische Fähigkeiten unterstellt. Dieser sagte jedoch aus, sein Entwurf der Titan basiere lediglich auf seinem regen Interesse an der Seefahrt und seinem ausführlichen Wissen über die damaligen Entwicklungen im Schiffsbau. Fallen euch weitere eigenartige Zufälle ein? Dann schreibt sie mir in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal bei Curiosum Mensch.